So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir das kleine Mädel wieder gefunden, sind nun ganz stolz in einem Häuschen hier, sind umlagert von irgendwelchen Pennern, die uns töten möchten oder was auch immer die vorhaben. Und werden uns nun rauskämpfen. Nur die Frage, wo sind sie? Alter. Was ein Penner. Hat er einfach eine Machete? Sauhund. Also, mich gleich verarzten hier, bin ja fies verletzt. So. Hier ein Molotow-Cocktail. Aber ich werde bestimmt jetzt nicht hingehen und hier die Bude abfackeln. Oh, Scheiße, Rauchgranaten. Deckung. Immer diese Rauchgranaten hier. Erwischt. Alter. Der Wichser hat eine Shotgun gehabt. Aber keine Schrotflintenmunition. Was ist das für ein Scheiß? Junge, komm bald wieder. Komm bald wieder. Nach Hause. Warten wir das Ding. So. Schön Deckung bleiben hier. Und ganz, ganz stylisch. Mal einen auf Machete hier. Ich könnte noch einmal schneiden. Dann ist das Ding im Arsch. Okay, alles sauber. Gehen wir raus zu den Pferden. Muss aber sagen, ist sehr effektiv. Das ist natürlich ganz praktisch. So, dann habe ich Schrotflinte. Alles klar. Oh Mann. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Natürlich der Witz schlecht hin hier. Na los. So. Warum haben wir jetzt eigentlich das Pferd getauscht? Okay. Irgendwie leicht gedrückte Stimmung, oder? Ganz schön traurig. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Okay. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Gute Universität Frage, von North Colorado. Würde ich auch gern wissen. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Ich müsste mal los trinken. Ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. So,
denke. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Ich gehe mal ganz kurz was trinken. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Wir können nicht weiter. Schon viel besser. Pass gut auf deine Frau auf. Okay. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ja, ja. So. Dann reiten wir mal ganz fröhlich in die Stadt. Mal wieder in die Stadt. Eichhörnchen. Genau, das ist ein Taucher. Ach, wie süß. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. So, du kannst am Pferd steigen, indem du Dreieck drückst. Natürlich cool. Doch noch reiten wir ein wenig. Und schauen uns mal ein wenig an. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Ich brauche Munition. Das ist alles, was ich brauche. Da könnte vielleicht was drin sein. Da schauen wir nach. Psst. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. So. Was ist das? Flammenwerfer? Was zum... Alter. Alter, weil... Jetzt geht's aber rund hier. Ohne Werkbank. Okay. Oh, ich kann basteln. Oh ja. Waffenhalter. Da, das wollte ich schon immer mal als... Für Langwaffen. Würde ich aber auch... Ein bisschen mehr hab. Okay, die Pistole aufrüsten. Revolver Nachladetempo. Flammenwerfer Nachladetempo. Wo kann ich denn bitte Munition für einen Flammenwerfer herbekommen? Kann man das irgendjemand erzählen? Das geht doch gar nicht. Gott, ich kann so viel aufrüsten hier. Panzerbrechende Munition. Ich würde sagen, erstmal für einen normalen Revolver auf Nachladetempo, würde ich sagen. Ermöglicht dir die Waffe schneller abzufeuern, das ist natürlich auch gut. Nachladetempo bei dem ist auch ganz wichtig. Dann da auch definitiv Nachladetempo. Jagdgewehr definitiv auch. Oh, das war's. Sehr schön. So. Lass mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Nützliches finden. Noch ein paar Pillen wieder. Meine Machete kann noch einen Schlag aushalten. Ich bräuchte eine andere Schlagwaffe. Was ist das? Ah, noch mehr Pillen. Oder waren das überhaupt Pillen? Ich glaube nicht. Oh, eine neue Machete. Oh, die nehmen wir doch. Die nehmen wir doch glatt mit. So. Mal ganz ehrlich, was waren eigentlich gerade das hier? Falsch. Flammenwerfer ist ganz witzig. Aber da würde ich doch lieber dann das Jagdgewehr anstatt den Bogen hin. So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Plan. Gucken
gucken erstmal, was wir oben so haben, bevor ich da durch die Tür gehe. Mir ein Nest. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Schrotflintenmunition. Ich glaub's nicht. Das ist das geil. Da muss ich doch glatt hingehen. Mal die Schrotflinte ausrüsten und die aufladen hier. Komm mal ein bisschen Munition rein. So. Problem ist, das bringt mir natürlich auch im Endeffekt nicht arisch viel, weil zwei Schuss, die sind so gut wie gleich weg. Okay. Gut, hat mir das mal. Jetzt gehen wir da unten durch die Tür. Alter. Okay, hier sind wir wieder da draußen dann. Das war's ja schon. Okay. Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, heilen. Jetzt geht's weiter. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihnen leben wollen? Fährt eigentlich die Treppe hoch. Ja. Mühsam, aber wir kommen hoch. Hallo? Das ist echt eine Sackgasse. Klasse. Na los! Das ist eine Sackgasse. Bleibt uns nur noch der Weg hier. Wird das auch versperrt? Hat jemand gewütet? Ich bleib bei Kallus. Ich hasse den Namen. Da muss ich mal schauen, was es hier noch zu holen gibt. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Warum reitet ihr eigentlich mit dem Pferd da rein? Mit dem Gaul. Da ist eine Sackgasse, Schätzchen. Da musst du lang reiten, wenn überhaupt. Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Ach nö. Gleich zurück. Alter, da oben ist ja die Party voll im Gange, du. Ich glaube, da könnte ich glatt mal meinen allseits beliebten Flammenwerfer testen. Glaube ich. Vielleicht. Kabel. Okay, das sind ja, so wie es aussieht, alles Zombies. Kuckucks. Oh, verdammt. Da.
war das? Na. Oh, noch mehr Shotgun-Munition. Sehr geil. Lad mal nach, das Ding. Ist noch jemand hier? Alter, wo kam eigentlich die zweite daher? Das ist ja ganz übel. So. Erstmal gucken, dass alles clear ist hier, bevor ich die reinlasse. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Dann ist das ja gut, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wann müssen wir da hoch? Wie gesagt, folgt sie mir da hoch? Nö, folgt natürlich nicht. Aber trotzdem können wir mal schauen, was wir hier noch haben. Munition, Werkzeug. Was auch immer, können wir alles gebrauchen. Ja, der Flammenwerfer, der war natürlich. Oh, dann mach ich gar keine Patronen, da trifft er. So. Langsam geht's mit der Munition wieder, bin ich jetzt ganz froh drum. Ah, da hängt ein Zettel. Eine Wandtafelnotiz. Kein Saft. Okay. Das ist wieder so richtig praktisch, dass ich jetzt doch da hoch muss. Dass ich sowas nicht vorher gesehen habe. Hier geht ein Kabel rein. Dann geht's hier lang. Da lang. Zum Generator. Das ist natürlich klasse. Jetzt mache ich wieder ein bisschen Lärm. Damit auch jeder weiß, dass ich da bin. Ja. Jetzt weiß jeder, er ist da. Das ist doch gut, dass das jetzt jeder weiß. Alter, warum liegt da eigentlich eine Tür auf dem Boden? Egal, ich meine, wir haben eine Zombie-Apokalypse, da wird ja wohl eine Tür auf dem Boden liegen dürfen, ne? Liegen dürfen, aber ein paar Fehler. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nicht. Und lassen wir wieder das Pferd hier von da oben ein bisschen besser übrig. Kann ich von hier oben einen schießen? Ja, natürlich nicht. Tja. Da lang, ja. Okay, ein ganz großer, fieser Platz. Reden wir? Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Affen. Okay. Affen. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Hier in der Stadt. Ich weiß nicht, so was für eine Stadt das überhaupt ist. Ich hab's vorhin gar nicht richtig zugehört. Komm! Komm! Irgendein Stadium. Okay, na los! Das aber, was für eins, ja. Das ist die andere. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja. Vielleicht. Okay.
los! Hey da! Fireflies! Okay, und jetzt zum Tor. Bin gleich wieder da. Disconnect generator when not on duty. Okay. Gut. Das trifft sich gerade gut. Dann können wir hier nun ein wenig die Folge beenden. Dann sage ich mal, das war's. Macht's gut und haut rein.